Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Helaba hat jüngst eine kompakte und sehr interessante Studie zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten auf EU-Ebene veröffentlicht. Autorin dieser Studie ist Frau Marion Dezenter. Frau Dezenter ist zuständig für alle Themen rund um die Europäische Union in der Abteilung Research and Advisory. Und ich möchte gerne mit Marion Dezenter jetzt über diese Studie sprechen, über die Kernpunkte der Studie. Nachhaltigkeit boomt und auch die EU ist hier sehr aktiv, nicht erst seit gestern. Aber was tut die EU denn konkret? Ja, Frau Sander, Sie haben genau recht. Die EU ist nicht erst seit gestern aktiv. Schon seit 2009 etwa ist der Umweltschutz in den EU-Verträgen verankert. Weitere Meilensteine waren nach meiner Auffassung das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, dem die EU beigetreten ist, und der Green Deal 2019, der vorgestellt worden ist Ende des Jahres. Dieser Green Deal soll die EU bis 2050 als ersten Kontinent klimaneutral machen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Deshalb hat die EU das jetzt angepackt und im letzten Jahr die Taxonomieverordnung erlassen. Die ist in den Medien recht präsent. Konkret geht es darum, dass die EU Kapital umlenken will in nachhaltige Investitionen. Und hier ist im Moment der Schwerpunkt auf Umweltthemen, aber weitere Themen sollen einbezogen werden, wie zum Beispiel die sozialen Aspekte, die ja auch zu den ESG-Dimensionen gehören, oder die gute Unternehmensführung, und auch noch mehr Sektoren sollen einbezogen werden. Ein zweiter Aspekt ist der mehrjährige Finanzrahmen der EU, der im Moment von 2021 bis 2027 läuft. Hier wird ungefähr ein Fünftel der Gelder für natürliche Ressourcen und Umwelt vorgesehen sein. Im EU-Finanzrahmen ist auch das aktuelle Wiederaufbauprogramm nach der Rezession jetzt enthalten. Hier ist der Akzent noch stärker und beinhaltet ungefähr 37% der vorgesehenen Mittel. Und sagen Sie, wie steht denn die EU-Bevölkerung eigentlich zum Thema Klimawandel und Umweltfragen? Ja, bei der Bevölkerung kann man feststellen, dass die Bedeutung des Themas sehr hoch gehängt wird. Dazu haben wir auch einen Chart. Hier, wenn man diese Umfrage der EU aus dem aktuellen Eurobarometer heranzieht, dann sieht man, dass ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte, 45% etwa, nennen Klimawandel und Umweltfragen hier ganz vorne bei der Frage nach den größten globalen Herausforderungen der EU für die nächste Zeit. Und wenn man das Klimathema, es gibt nochmal eine extra Umfrage nur zu Klimathemen, wenn man die heranzieht, dann sind es sogar über 90% der Bevölkerung, die den Klimawandel als ernstes Problem benennen. Jetzt könnte man sich denken, dass die Unterstützung hier für Regularien der EU relativ hoch ist. Allerdings ist etwas Skepsis angebracht, wenn man überlegt, dass mit diesen Regelungen auch wahrscheinlich unliebsame Konsequenzen verbunden sein werden, wie zum Beispiel Preissteigerungen in einzelnen Bereichen, wenn in der Landwirtschaft dann auf Nachhaltigkeit umgestellt wird, oder auch noch mehr Vorschriften für nachhaltiges Bauen etwa. Welche Herausforderungen ergeben sich denn somit aus der Fokussierung auf Nachhaltigkeit? Also dieses ist schon eine große Herausforderung, die Umstellung, da wird ein großes Rad gedreht. Tatsächlich sind viele Herausforderungen mit verbunden. Ich greife nur mal zwei heraus. Also das eine ist die Lastenverteilung in der EU. Die Länder haben ja eine sehr unterschiedliche Wirtschaftsstruktur, das heißt unterschiedliche Interessenlagen. Auch einzelne Länder haben eher einen Schwerpunkt auf Tourismus zum Beispiel, andere auf Exporte aus verschiedenen Industriebereichen. Also hier gibt es schon noch Diskussions- und Redebedarf. Außerdem ist die Wirtschaftskraft in den Ländern unterschiedlich. Das heißt, einzelne Länder werden die Umstellung möglicherweise leichter stemmen als andere. Dazu gibt es auch ein EU-Programm, aber diese Gelder müssen auch erstmal beantragt und die nötige Infrastruktur dafür geschaffen werden. Eine weitere Herausforderung ist die Problematik des Greenwashing, die relativ häufig in den Medien auftaucht. Es geht darum, wenn die EU Gelder umlenkt in nachhaltige Investitionen, dann ist es natürlich schwierig für Industriezweige, die nicht als nachhaltig klassifiziert werden, an diese Gelder zu kommen. Und möglicherweise besteht hier ein Risiko, dass diese Investments als grüner dargestellt werden, als sie vielleicht sind. Also hier wird die EU ein waches Auge drauf haben. Ja, und das heißt, wie realistisch ist dann die Umsetzung? Also ich glaube, es ist bei keinem anderen oder bei kaum einem anderen Thema so eindeutig, dass es nur geht, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das Ziel Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist ja in der Regel kaum umstritten. Also strittig oder diskussionsfreudig ist der Weg dahin. Ja. Aber wenn man sich die Konsequenzen klar macht, also was passiert, wenn nichts passiert, dann ist eigentlich klar, dass wirklich
die EU da dranbleiben muss. Und wenn man sieht, wenn ich mal die Parallele ziehen darf, wenn man sieht, wie sie in der Pandemie jetzt in dieser langen Zeit handlungsfähig geblieben ist und wirklich auch Dinge umgesetzt hat, dann stimmt mich das doch eigentlich ganz zuversichtlich. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, Frau Sander, an Sie. Sie als Chief Sustainability Officer der Helaba haben ja einen guten Einblick in die Nachhaltigkeitsthemen auch der Helaba. Und ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, dass die Nachfrage nach Green Investment deutlich gestiegen ist, wenn man so rumschaut. Können Sie das hier auch feststellen? Sehen Sie da Auswirkungen? Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, diese Beobachtung. Der Markt wächst tatsächlich rasant. Lag das weltweite Volumen an nachhaltigen Krediten und Anleihen im Jahr 2010 noch ungefähr bei so 31 Milliarden US-Dollar, ist es bis zum Jahr 2020 auf sage und schreibe schon 755 Milliarden US-Dollar gewachsen. Und die Entwicklung, die wir jetzt auch aus dem ersten Quartal diesen Jahres ablesen können, die steigt auch weiter an. Wir selbst haben ja jüngst Ende Mai unseren ersten Green Bond begeben. Auch der ist auf eine sehr positive Nachfrage gestoßen, was uns gefreut hat. Und dieser Green Bond dient dazu, dass wir Projekte im Bereich Asset Finance, erneuerbare Energien finanzieren. Und Ziel ist es, dass wir hiermit die Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen zu einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen und hier auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Sehr interessant, vielen Dank. Ja, wir sind somit am Ende unseres kurzen Gespräches angekommen, Frau Dezenter. Ich danke Ihnen sehr für den Austausch, für die Einblicke in die Studie. Wir hoffen, dass die kurze Vorstellung interessant für Sie war. Wenn Sie weitere Fragen zu der Studie haben, wenden Sie sich gerne an Frau Dezenter. Ansonsten für Nachhaltigkeit sprechen Sie mich gerne an. Vielen Dank.